Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag, Epron ist am Start und zwar in der nächsten Vorstellung. Und zwar geht es mal um Folgendes, und zwar um einen Jumpstarter, den G22 von Trackbow, und zwar bei A-Box. Das Ganze hat 1500 Ampere und wir gucken an der Stelle mal, ob das wirklich so eingehalten werden kann, was jetzt hier so angepriesen wird. Das Modell ist das G22 in Farbe Schwarz, Start mit 1000 Ampere und Spitze von 1500, 44,4 Wattstunden, 12 Volt, 10 Ampere Ausgang, 5 Volt, 9 Volt, 12 Volt, das heißt, wir haben Quick Charge, das ist schon mal kein Problem, und wir haben ein In and Out von 5 Volt 3 Ampere. Tja, so sieht das Ganze erstmal aus, schön und gut. Jumpstarter kennt der ein oder andere ja schon, die helfen euch dabei in schwierigen Situationen das Auto neu zu starten, und dementsprechend, falls eure Batterie leer ist, sind die natürlich gar nicht mal so schlecht. Auch hier wieder eine kleine Tragetasche mit dabei, das finde ich mal ziemlich praktisch. So braucht ihr den Karton nicht aufheben, sondern habt jetzt die alles drin, was ihr direkt jetzt erstmal braucht. Hier steht auch nochmal alles drauf: Modell G22 und die Firma nicht, weil hier steht Intertech, ist egal. Aber wir haben wenigstens die ganzen wichtigen Zeichen drauf. Das ist schon mal wichtig. Das gucken wir uns jetzt aus der Nähe mal an. So, die Taschen sind schon immer dieselben gewesen. Hier wirst du direkt angegriffen. Schauen wir mal, was wir hier haben: Bedienungsanleitung, Garantiekarte und Qualitätsservice. Vom 22.08.2019, das ist schon mal sehr gut. Die sind also noch ganz frisch. Hier unten drunter befindet sich die Powerbank bzw. der Jumpstarter. An der oberen Seite ist einmal die Klemme. Das sind große Kroko-Klemmen, die sind größer als die normalen. Ich finde auch, ich hatte mal welche, so eine kleineren. Die sind halt nicht ganz so griffig und können dann doch gerne mal durchbrechen. Die finde ich schon wirklich ganz praktisch, weil die von den normalen Starthilfekabeln sind ja noch größer. Aber es wäre ja zu unpraktisch, die hier unterzubringen. So, hier haben wir auch wieder ein Display dabei. Das heißt, hier wird uns dann alles angezeigt. Das ist jetzt immer neu modern und der Anschluss ist überall derselbe bei den Jumpstartern. Das ist also wie so eine DIN-Norm. Das gefällt mir auch sehr gut. So, des Weiteren haben wir hier, was ist das? USB-C? Jo! USB-A auf USB-C, die sind daran gewöhnt, das sind die 5 Volt 3 Ampere. Damit kann ich das Gerät wieder aufladen und auch hier wieder das schöne Gerät. Und zwar haben wir jetzt hier eine 12 Volt Dose dabei, da können wir bis zu 12 Volt und 10 Ampere rausziehen. Das heißt, hier kann man mal schnell jedes Gerät mit betreiben, ob es ein Kompressor ist als Beispiel oder als Beispiel eine, ja, Luftpumpe hätte ich fast gesagt, ist ja der Kompressor. Oder wie gesagt, es gibt ja noch eine Kühlbox, aber die zieht meistens mehr. Dementsprechend, wie gesagt, schauen wir jetzt mal hier rein. So, das Ding holen wir mal direkt raus. Hier hat man sich das Netzteil dann direkt gespart, weil wir ja das Type-C-Kabel haben und die meisten Telefone haben ja auch schon Type-C. Dementsprechend gucken wir mal drauf, haben wir den Knopf hier. Wir haben vorne eine große Notfall-LED. Mal gucken, ob die wieder durch Doppelklick ist. Nein, wir müssen wahrscheinlich gedrückt halten. Jo, so funktioniert das. Und die ist wirklich hell. Also ich habe ja schon Videobeleuchtung an, ihr seht es. Und trotzdem ist die immer noch heller. Ein weiteres Mal drücken heißt, das ist SOS. Jawohl. Ein weiteres Mal drücken müsste Stroboskop sein. So sieht es aus. Die ist also wirklich sehr stark. Und dann bin ich wieder drinnen im Modus beim dritten Mal drücken auf Taschenlampenfunktion. Gedrückt halten heißt, Licht geht wieder aus. Das sind immer so eine riesengroßen LEDs mit Lupe als Verstärkung. Das funktioniert gut. Wir haben hier oben einen Quick Charge Output. Das heißt, hier steht Output 1. Output 2 ist halt wahrscheinlich normal. Wir gucken nochmal direkt auf die Rückseite. Da steht erstmal drauf Output 1 5 Volt, 9 Volt und 12 Volt. Output 2 5 Volt, 2,1 Ampere. Also Output 2, 5 Volt, 2 Ampere. Und hier Quick Charge Port ist blau hervorgehoben direkt. Ja, ansonsten haben wir noch 12 Volt, 10 Ampere. Wo hat der sich eigentlich versteckt? Der ist da drüben. Da können wir jetzt als Beispiel die Buchse hier anschließen und können dann jedes x-beliebige Gerät, welches mit 12 Volt und 10 Ampere Maximalverbrauch läuft, betreiben. Heißt also, wenn jetzt eure Batterie schwach ist und ihr habt auch noch einen platten Reifen, startet ihr erst euer Auto damit und könnt dann euren Kompressor anschließen und eure Reifen halt wieder aufpumpen. Dann Input and Output ist also gleichzeitig, aber hier fällt mir auf, ha, da haben sie gespart. Normalerweise gibt es immer Type-C auf Type-C-Kabel dazu. Das ist hier nicht der Fall. Wir haben USB-A auf Type-C. Somit ist also klar, wir können das Ding aufladen. Aber wie gesagt, wir haben ja die Möglichkeit, so zack anzuschließen und euer Smartphone zu laden. Aber Type-C auf Type-C geht an der Stelle auch. Gucken wir uns jetzt auch gleich direkt erstmal an. Ansonsten hat das Ding halt eine wertige Funktion, ist aber Hartplastik. Also wenn das mal runterfällt, geht das bestimmt irgendwann kaputt.
oder das Innere wird beschädigt. Ich mag die Dinger immer, wenn die hier ringsrum natürlich beschichtet sind und gummiert am besten. Das heißt, das kann man auf die Ecken fallen, dann platzt nicht gleich eine Ecke ab und ist kaputt, sondern dann lieber an der Stelle so, dass das Gerät jetzt hier wirklich dementsprechend gut für den Autoeinsatz gewappnet ist. Was mir hier sehr gut gefällt, ist einerseits zwar der Schutz für die 12-Volt-Ports an der Stelle, aber den Schutz hätte man natürlich auch auf die weiteren Ports auswirken können. Machen manche Hersteller, manche machen es nicht. Kommt immer auf das Branding drauf an. So, jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn wir jetzt hier erstmal das Gerät einstöpseln. Ja. Müsste sofort Strom drauf sein. Display ist auf jeden Fall schon mal funktionsfähig. Der müsste sich jetzt, glaube ich, aufladen erstmal. Aber dafür gibt es ja direkt erstmal die Bedienungsanleitung. Als nächstes gucken wir uns mal direkt hier die Vollmetallklemmen an. Die sind, wie gesagt, vorne mit Kupfer beschichtet und gehen hier, wie gesagt, kupferartig vorne lang und sind jetzt hier über dem Kabel bzw. darunter weiter noch ausgestattet. Die gehen auch wirklich relativ schwer, sind auch schön dick verarbeitet. Das heißt, sowohl die schwarze als auch die rote sind wirklich gut. Jawohl, nimm das Ding ruhig mal richtig in der Hand und ja, die klemmen auf jeden Fall richtig gut an der Batterie fest. Das heißt, da braucht man sich keine Sorgen an der Stelle jetzt erstmal machen, denn die sind auf jeden Fall durch eine leistungsstarke Feder erstmal verbaut worden. Zur Verwendung von solchem Jumpstarter brauche ich ja eigentlich nicht viel zu sagen. Des Seinen ist jetzt meine Autobatterie auch voll und das brauche ich jetzt auch nicht anschließen bei mir. Mit einem 1,6er Diesel, sage ich mal, ist das Ding noch lange nicht ausgereizt. Wichtig ist, dass ihr immer den Akkustand überprüft. Das heißt, einmal draufdrücken. Das Ding sollte natürlich nicht nur ein einziges Lämpchen haben. Dann wird es vielleicht auch nochmal funktionieren, aber natürlich nicht zu 100%. Also draufdrücken, kontrollieren den Akkustand, die Starthilfe an der Stelle anschalten. Das heißt, so in dem Zustand, wie sie jetzt bei mir hier gerade werkelt, ist sie im Standby. Das heißt, dementsprechend kann ich dann Plus an Plus und Rot Minus an Minus anbringen und dann kann ich das Fahrzeug starten. Der sagt mir dann natürlich ganz genau, was zu tun ist und dann muss ich es schnellstmöglich wieder abgeben. Das heißt, wenn das Auto dann läuft, ich sage mal 30 Sekunden dran lassen, maximal abziehen die Klemme, damit das Ding hier nicht beschädigt wird durch einen Rückstrom. Ja, ansonsten kann ich jetzt hier wirklich bis zu 8 Liter Benzinmotoren mit starten oder 6,5 Liter Diesel. Ich besitze solche Fahrzeuge oder Traktoren jetzt derzeit nicht. Dementsprechend, wie gesagt, brauche ich es bei meiner vollen Batterie auch nicht anschließen. Minus 20 bis plus 65 Grad soll das Gerät an der Stelle aushalten mit maximal Peak von 1500 Ampere. Ansonsten sind es 1000 Ampere beim Startvorgang und es hält 2000 Mal länger als die üblichen Bleisäurebatterien bei einem Formfaktor, der wirklich viel geringer gehalten ist. Wir gucken uns jetzt gleich nochmal an, wie jetzt hier die einzelnen USB-Ports direkt funktionieren. Wie gesagt, groß und schnell kann ich damit sagen, kann ich jedes Auto eigentlich starten bei diesen geringen Außentemperaturen. Wie ich gerade eben nochmal gesehen habe, in den Amazon-Rezensionen macht Emre gerade hier direkt einmal so einen Testlauf damit. Den könnt ihr euch direkt mal anschauen. Kann ich natürlich jetzt nicht verlinken, aber wie gesagt, unten drunter in den Rezensionen ist er auf jeden Fall dabei. Dementsprechend sieht das Video an der Stelle hier so aus. Bei ihm kurz angeklemmt, 10 bis 15 Sekunden warten und das Fahrzeug kann dann auf jeden Fall gestartet werden. Das zeigt er jetzt hier zwar nicht, aber der eine, der da drunter schreibt, sein 911er wird damit ohne Probleme gestartet. Das ist also eine ziemlich praktische Sache. Grüße gehen raus an RG. Hier schreibt er das Ganze nochmal und die Powerbank liegt dementsprechend jetzt immer in seinem Auto. Ah, da muss ich gleich sagen, bei Minusgraden ist das für den Lithium-Ionen-Akku auch nicht so gut, da jetzt dauerhaft Lithium-Ionen-Akkus bei Minusgraden halt extrem an Leistung verlieren. Das ist halt keine Bleigel-Batterie oder Bleisäure-Batterie. Das heißt, immer die volle Leistung habt ihr bei 20 bis 25 Grad des Akkus. Sonst muss man den erst wieder aufladen. Das ist halt eine ganz wichtige Sache. Jetzt gucken wir uns aber erstmal an, was der Port hier noch rausgeben kann als Notfall-Akku für euer Smartphone. Ganz fix will ich euch mal zeigen, dass die Powerbank sich natürlich auch fix aufladen lässt. Ich mache jetzt mal direkt hier Quick Charge dran. Das heißt, um zu sehen, wie schnell das geht. Zack, die schalten wir erstmal an, sonst lädt die nämlich nicht. So, da mal einmal schauen. Gucken wir mal. Da seht ihr auch schon den Ladevorgang. Dementsprechend gehen wir mit 5 Volt 2 Ampere vorweg. Das dauert halt dementsprechend natürlich eine kleine Weile, ist aber auch jetzt nicht anders zu verkraften. Jetzt muss ich gerade nochmal selber gucken. Hatte ich jetzt über den Type-C? Ne, hatte ich ja nur. Type-C hat ja nur 3 Ampere, hat ja gar keinen Quick-Charge. Das heißt, maximal 3 Ampere kriege ich darüber raus. Dementsprechend dauert das aber auch nur eine gute Weile, bis die Powerbank voll ist. Ihr seht hier, 2,3 Ampere sind also eigentlich ohne Probleme möglich, weil, wie gesagt, das Gerät ja auch erstmal aufgeladen werden muss und die Spannung ja auch erstmal drin sein muss mit den vielen Sicherheitskonzepten. Gucken wir mal, was Type-C auf Type-C maximal reingehen lässt. Das weiß ich jetzt an der Stelle auch gerade nicht. Das wollen wir aber auch mal ganz schnell ausprobieren. Wie gesagt, die Batterie ist ja bei 90%, sage ich mal, voll. Ob wir da mehr als 2,3... Oh ja, Digga. 3 Ampere
sogar drüber. Also die 3 Ampere werden auf jeden Fall voll ausgereizt. Ich habe jetzt hier meinen Aukey-Charger dabei mit zweimal USB-C-Out. Dementsprechend bin ich jetzt hier bei 3 Ampere und das Ganze lädt sich auf jeden Fall voll. Was mir gerade aufgefallen ist, ich weiß gar nicht, wie viel Milliampere da drin sind, müsste man jetzt selbst ausrechnen, weil wir 44,4 Wattstunden haben, aber es steht weder hier noch auf der Packung drauf, wie viel Milliampere es ist. Nicht mal bei Amazon steht das. Aber ist egal, wie gesagt, bei 3 Ampere oder sogar 3,14 oder 1,9 sogar, je nach Ladegerät, ist das Ding wieder schnell aufgeladen. So, jetzt bin ich mal gespannt, was passiert, wenn ich jetzt versuche, hier mein Smartphone damit zu laden, ob er das begreift. Macht das? Er macht's. So, 19% habe ich. 5 Volt, 2 Ampere gehen auf jeden Fall erstmal raus. Aber ich habe ja auch gar keinen Quick Charge. Brauche ich ja gar nicht probieren. Das heißt, 10 Watt Ladung geht jetzt hier in mein Smartphone erstmal rein. Jetzt machen wir den Quick Charge Port dran. Quick Charge Port auf USB-C habe ich mir mal gedacht. Probieren wir mal direkt aus. Gucken wir mal. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die hier direkt akzeptiert, was sie soll. Schalten wir kurz mal ein. Und müsste jetzt auch anfangen zu laden. Quick Charge mäßig gehen da 9 Volt raus. Das ist hervorragend. Gucken wir mal, ob wir die 12 Volt auch rausholen können. Die RAV Power Powerbank zieht sich so gut wie überall 12 Volt raus, wo 12 Volt rauskommen können. Bin ich gespannt, was die dazu sagt. 12 Volt, da sind sie auch wieder 12 Volt und 1,5 Ampere. Das heißt, 18 Watt gehen hier also wirklich ohne Probleme raus. Ja, kann man jetzt gar nicht meckern. Das geht auf jeden Fall. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist natürlich Folgendes: Kann das Gerät eigentlich auch gleichzeitig aufgeladen werden, während es entladen wird? Das ist jetzt mal eine interessante Sache. Das heißt, Pass-Through-Energiedurchfluss. Das heißt, ich lade das Ding auf und lade gleichzeitig über die integrierten Ports auch noch meine Smartphones auf. Jein. Null. Oh, jetzt lädt er mich. Also, er lädt auf jeden Fall 12 Volt hier oben raus und sogar 5 Volt hier unten. Und das ist schon stark. 10 Watt kommen hier raus und 18 Watt kommen da raus. Das ist schon mal ziemlich geil. Das heißt, da müssen wir gleich nochmal das nächste Gerät an der Stelle anschließen. Das interessiert mich jetzt dann nun doch mal, ob wir dann da noch auch mehr Power rauskriegen können im Endeffekt. So, das sieht jetzt so aus. Ein bisschen mehr verkabelt noch. Das heißt, wir müssen noch den letzten Port anschließen. Mal sehen, was das Kraftpaket jetzt hier rausdonnert. 12 Volt unangetastet gehen hier rein. Nee, halt, gehen hier rein, 12 Volt, weißes Kabel. Und da macht er gar nichts. Was ist denn da los? Ach so, muss ich wieder aktivieren oder was? Ha, ist ja witzig. Die 12 Volt bleiben nach wie vor. Das ist ja krass. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Oben sitzt nochmal 1,5 Ampere bei 5 Volt. Und hier sind es weiterhin 2 Ampere. Ist ja sagenhaft. Also das Ding haut wirklich raus. Ja, 4 Ampere auf 5 Volt Basis, grob gesagt. Und dann nochmal das Ganze, die 12 Volt runtergerechnet. Das ist ja der Wahnsinn, was das Teil für Leistung hat. Und dann könnte ich immer noch meinen 12-Volt-Port hier rüber anschließen, um halt einen Handstaubsauger, einen Kompressor oder eine Kühlbox, sage ich mal, anzuschließen, da ja 12 bis 16,8 Volt rauskommen über den 12-Volt-Port oder ja, alle möglichen 12-Volt-Geräte halt. Was mir gerade noch eingefallen ist, ich kann sogar noch eins dran schließen, und zwar hier so ein Adapter, natürlich nicht lange, je nachdem, was ich für einen Endverbraucher habe, kann ich aus so einer 12-Volt-Powerbank natürlich auch ohne Probleme einfach mal schnell. Was mir gerade, wie gesagt, noch eingefallen ist, ich kann ja zum Beispiel dieses Gerät hier auch anschließen auf 230 Volt. Dementsprechend hört ihr schon den Lüfter. Natürlich zieht er jetzt hier richtig Strom raus, aber ich will bloß mal zeigen, was hier alles möglich ist. Das ist zum Beispiel eine glorreiche Idee. Jetzt machen wir Folgendes. Als kleines Beispiel fällt mir da Folgendes ein. Wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt hier noch ein Ladegerät habe, welches ich jetzt hier richtig bepumpen möchte, das heißt auf meine Type-C Powerbank, oder ich möchte einen Laptop laden, geht das alles ohne Probleme, selbst mit diesem kleinen Gerät. Ihr seht zwar, der zieht unheimlich viel Strom, schon der erste Punkt weg, aber es ist auf jeden Fall machbar. Und wir sehen so, lade ich auf jeden Fall mit 20 Volt 12 Watt erstmal in die Powerbank rein. Was aber auch noch möglich ist, mal gucken, mit wie viel er hier rein donnert. Meine 100 Watt Powerbank, das ist ein 45 Watt Netzteil. Gucken wir mal, ob der hochgeht auf 20 Volt. Der hat gerade jetzt hier 21%. Nein, macht er gerade nicht. So, Freunde, jetzt habe ich es endlich geschafft, passende Powerbank gefunden, 45 Watt Netzteil dran und kann jetzt Quick Chargen sozusagen, also Power Delivery raushauen, 45 Watt aus diesem Teil, welches 5 Volt 1,8 Ampere lädt, 12 Volt gleichzeitig noch rausholt mit 1,5 Ampere, nochmal 5 Volt 1,6 Ampere und dann nochmal hier 45 Watt raushaut, weil der Wandler braucht ja zusätzlich noch Strom in die Powerbank. Das heißt, ich kann wandeln ohne Ende. Das Ding ist einfach nur ein richtig fettes Kraftpaket. Dafür benutze ich gerne diese 12-Volt-Ausgänge mit diesen einfachen Rundsteckern jetzt hier.
Was mir aber noch viel besser gefällt, sind kleine Mini-Beamer, die ich jetzt hier per Type-C auf Rundstecker mit einem speziellen Kabel auch noch laden kann. Das heißt, ich kann es jetzt folgendermaßen machen, nehme die Powerbank weg, weil darüber lade ich eigentlich erst die Powerbank und dann von der Powerbank den mobilen Beamer, damit die Akkulaufzeit halt noch eine Ewigkeit dauert. Und wir können auch hier sehen, ist das Ganze kein Problem. Wir gehen mal ein Stück näher ran, kann das Ganze jetzt aufladen. Und zwar zieht jetzt mein Mini-Beamer 20 Volt und 9 Watt, 8,9 Watt und dementsprechend wird er aufgeladen. Das heißt, hier an der Seite haben wir die rote LED und rucki zucki kann ich damit alles betreiben, was ich nur noch möchte. Nach dem vielen Chaos, denke ich mal, habt ihr die unterschiedlichen Anwendungsbeispiele solch eines Jumpstarters entdeckt. Natürlich kann er Autos starten, er kann aber auch noch viel mehr. Ich, wie gesagt, genieße es einfach, diese 12 Volt hier direkt rauszuholen, auch wenn es nicht für die Ewigkeit ist. Aber das Ding hat einfach unheimlich viel Power und das habe ich auch mit vielen Jumpstartern in der Vergangenheit schon gemacht. Sozusagen kann man da seinen Mini-Beamer oder, wie gesagt, viele 12 Volt Geräte drüber laufen lassen. Ich bin an der Stelle raus, verlinke euch das Ding unten in der Beschreibung, was übrigens ganz witzig ist. Sonst hätte ich mir ihn an der Stelle auch nicht angeschaut. Es gibt gerade 30% Rabatt und zwar direkt von Amazon. Das gefällt mir ziemlich gut und dementsprechend kann man dann natürlich alles mit richtig machen, nicht viel falsch machen, denn wir können alle möglichen Geräte darüber betreiben und wir sehen auch, wir haben die 3 Ampere Input-Output, beziehungsweise hier dieses, wir können GPS drüber laufen lassen, Auto, Staubsauger, Auto, Kühlschrank, Auto, Luftreiniger, was das denn? Also sowas habe ich auch noch nicht gehört. Aber gut, es geht auf jeden Fall jedes, was man hier nur anbieten kann, darüber anzuschließen. Und das gefällt mir auf jeden Fall ziemlich gut. Bis zum nächsten Video und auf Wiedersehen.